Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam mit Delfinen trainieren und zwar in der App My Dolphin Show, meine Delfin Show. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wir drücken direkt auf Play und legen somit sofort los. Erster Level ist, glaube ich, auf Hawaii. Oh, wir können hier Outfits ändern. Nee, ich glaube, ich bin mit meinem Delfin, so wie er ist, ganz zufrieden. Deshalb starten wir direkt in den ersten Level jetzt und absolvieren ein Training. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gut hin. Ich bin mal gespannt, was wir mit unserem Delfin so anstellen können, beziehungsweise was er mit uns anstellt. Das bin, glaube ich, ich, die Delfintrainerin. Berühre den Delfin und streiche nach oben, damit er springt. Prima, jetzt streiche über den Delfin, damit er sich nach rechts bewegt. Mhm. Jetzt kriege ich eine Belohnung, nämlich einen Fisch. Ich spiele also gar nicht wirklich die Trainerin, sondern den Delfin. Jetzt mache ich es alleine. Ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. War auch nicht allzu schwierig. Das Publikum rastet komplett aus. Mal sehen, ob ich damit den ersten Level schon bestanden habe. Ich könnte jetzt ein neues Outfit kaufen, damit würde mein Delfin aussehen wie Nemo. Wollen wir das? Wir können uns das ja zumindest mal anschauen. Okay, kaufe ich. Jetzt geht es in das zweite Training. Durch den bin ich jetzt hindurchgesprungen. Ich hoffe, das war richtig. Oh, da ist meine Belohnung. Die muss ich mir jetzt mal hier schnell einsammeln. Mein Fischbonus, so nennt sich das. Und wieder meine Belohnung einsammeln. Ich finde es wirklich seltsam, dass dieser Delfin jetzt aussieht wie Nemo. Oh, da ist ein neuer Ring. Da muss ich dann wieder durchspringen. Und damit habe ich auch, glaube ich, schon den zweiten Level, das nächste Training absolviert und bekomme dafür Geld. Jetzt gehe ich als nächstes in die Show. Wahrscheinlich muss ich jetzt mein Gelerntes direkt anwenden. Bin mal gespannt, ob ich jetzt nur Bälle und Ringe oder ob ich noch irgendwas anderes machen muss. Oh, da bin ich schon über den Ball hinausgesprungen.
Ich kann mich auch ganz schnell im Wasser drehen, habe ich gerade herausgefunden. Boah, da wird er mir ja schon fast schlecht. Und ich kann langsam mich bewegen, aber wenn ich den Finger so ruckartig über den Bildschirm streiche, oh, da bin ich daneben gesprungen, dann kann ich auch ganz hoch springen. Wahrscheinlich habe ich diesen Level jetzt nicht mit 3 Sternen abgeschlossen, sondern eventuell nur mit 2, weil ich einmal nicht getroffen habe. Oh, schon wieder nicht. Und wieder ist ein Level geschafft bei meiner Delfin-Show. Nina der Delfin im Nemo-Kostüm. Okay, kein Video verfügbar. Und jetzt bin ich im 4. Level und im 4. Training. Da erwartet mich was Neues. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal dabei sein. Doppelsprung und Fallschirm. Was wollen wir lernen? Wir wollen den Fallschirm lernen. Falls das überhaupt ein Trick ist. Okay, das müsste man kaufen. Ich denke mal, das tut man mit richtigem Geld. Aber ich würde gerne das Training machen, ohne etwas zu kaufen. Geht es auch? Oder wird das Spiel ab dem 4. Level kostenpflichtig? Das kann natürlich auch sein. Ich muss jetzt, glaube ich, über dieses Netz springen. Eine Hürde war das. Sah aus wie ein Volleyballnetz oder so. Jetzt kommt wieder meine Belohnung. Jetzt muss ich wieder durch so einen Ring springen. Und wieder gegen die Bälle. Geht noch weiter, noch ist es nicht geschafft, aber ich muss hier immer das Gleiche machen. Ich drehe mich mal wieder total schnell und kann sogar Rückenschwimmen machen. Oh, da ist meine Belohnung. Oh, da bin ich direkt gegen diese Hürde gesprungen. Und ich denke, das war es jetzt mit Level 4 bei My Dolphin Show oder meiner Delfin Show. Wenn ich das Spiel weiterspielen soll, also auch noch die weiteren Trainingseinheiten oder Level machen soll, einfach in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video mehr von uns verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen drücken und dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir was Neues für euch haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!